Hallöchen, im heutigen Video möchte ich euch gerne meine 5 Schritte zeigen, wie ich meine bunten Aquarelle male. Und als Beispiel dient dafür diesmal der bunte Tiger in Aquarell. Den kennen wahrscheinlich schon einige von Instagram und Facebook. Und wenn euch das Thema jetzt interessiert, bleibt natürlich gerne dran. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. So, hier seht ihr jetzt nochmal das fertige Bild. Und dann geht es jetzt auch schon los mit den ersten Schritten, nämlich der Vorbereitung. Da suche ich mir die Pinsel heraus, die ich benutzen möchte, die Farben. Und das ganze andere Material, hier verwende ich insgesamt 3 Pinsel, den einen habe ich jetzt hier irgendwie nicht mit aufgenommen, werdet ihr aber später noch mit sehen. Dazu habe ich mir Farben in eine Keramikmischpalette gemacht aus Tuben und 2 sind in Näpfchen. Und welche Farben ich verwende, überlege ich mir immer vorher und dann male ich das auf ein extra Papier, male ich die auf und auch, dass die sich ineinander so ein bisschen vermischen, um zu gucken, wie die so harmonieren. Zudem nehme ich 2 Wassergläser und ein Küchentuch und eine Mischpalette. Dieses Bild zeichne ich jetzt auf den Arches Cold Pressed. Das ist 100% Baumwollpapier. So, als nächstes kommt die Vorzeichnung. Ich drucke mir meine Vorlagen aus und übertrage sie dann meist mit Kohlepapier auf das Aquarellpapier. Und dafür lege ich einfach das Kohlepapier mit der Kohleseite nach unten, das ist sehr wichtig, sonst funktioniert das nicht. Darauf kommt die Vorlage und dann zeichne ich die für mich essentiell wichtigen Sachen einfach nach. Dafür verwende ich meist einen Kugelschreiber, weil ich finde, das hebt sich einfach besser ab und man hat nicht so einen harten Abrieb wie mit einem Bleistift. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie hart ihr aufdrücken müsst, damit ihr nicht zu doll die Vorzeichnung habt und damit ihr aber trotzdem was seht, haltet die Vorlage einfach fest und schaut zwischendurch mal nach. Ihr werdet das auch gleich sehen, dass ich das auch mache, auch um zu gucken, ob ich wirklich alle wichtigen Stellen halt übertragen habe. Und dann nehme ich einfach die Vorlage weg und auch das Kohlepapier wieder weg. Und im Anschluss helle ich die Vorzeichnung einfach so ein bisschen mit einem Knetradierer auf, sodass die Vorzeichnung nicht beim späteren Bild halt durchschimmert. So, im nächsten Schritt geht es auch schon los mit dem Malen. Dafür nehme ich meinen Verwaschpinsel, weil der sehr viel Wasser aufnimmt und feuchtet das komplette Motiv an. Also hier mache ich das anders als bei der Eule. Da habe ich ja nur einzelne Segmente und Parts so auf einmal nass gemacht. Hier mache ich das ganze Motiv nass, bis auf Auge und Nase, weil das möchte ich, dass es einen scharfen, detaillierten Rand hat. Die lasse ich also aus, aber alles andere feuchte ich an. Wichtig hierbei, nicht wundern, das Papier wird sich wellen. Und um denen so ein bisschen entgegenzuwirken, lasse ich das schon im Block drin. Aber also es wird sich trotzdem ein wenig wellen, aber deutlich weniger. Aber trotzdem glätte ich die Zeichnung, wenn sie komplett getrocknet sind, auch nochmal. Wenn ihr möchtet, kann ich dazu auch mal ein Video machen. Schreibt das gerne in die Kommentare rein, wenn ihr daran interessiert seid, wie ich meine Aquarelle glätte. Und nun bringe ich halt die Farben ein. Man sieht schon, dass die sehr schön aneinander verlaufen. Auch dieses, weil es Baumwollpapier ist, bleibt das Motiv oder das, was ich nass gemacht habe, länger feucht. Und ich kann ein bisschen länger darin arbeiten. Aber der Farbverlauf habe ich für mich zumindest festgestellt, ist auch ein bisschen anders als bei anderen Papieren, die nicht aus 100% Baumwolle sind. Was ich auch hier wieder übrigens vergessen habe, mir die Farben vorher anzumischen. Das sollte man eigentlich gerne dann tun, wenn man, bevor man das Motiv komplett anfeuchtet, weil ab dann tickt halt sozusagen die Uhr, bis es wieder trocken wird. Also als Tipp, mischt euch eure Farben vorher an, bevor ihr das Motiv nass macht. Ja, und wenn es halt anfängt trocken zu werden, am besten nicht mehr drin arbeiten, weil dann können komische Effekte entstehen, die man halt nicht haben möchte. Dann löst man die Farbe sozusagen wieder an und dann sieht das alles nicht mehr so schön aus. Also einfach dann trocknen lassen und danach kann man das ganz einfach wieder anfeuchten.
So, nun kommt die Nass-auf-Trockentechnik. Das bedeutet, ich gehe mit nasser Farbe vom Pinsel auf das trockene Papier. Damit kann man halt gute Strukturen oder Details einbringen und gute Abgrenzungen, was bei Nass in Nass ja nicht möglich ist, weil das alles ineinander übergeht und verläuft. Und deswegen mache ich meine erste Schicht meistens in der Nass in Nass Technik, weil ich das schön finde, wenn das alles so ein bisschen soft ineinander übergeht. Und Details bringe ich dann mit der Nass-auf-Trocken-Technik ein. Ihr merkt schon, dass ich halt viel diesen Verwaschpinsel benutze, einfach weil der halt viel Farbe und viel Wasser hält. Und ich mag diesen Pinsel halt einfach sehr gerne. Nur für Details nutze ich dann meistens Rundpinsel. Und damit male ich dann die Details aus, weil die haben eine schöne dünne Spitze, aber auch einen ja, großen, nennt sich das Pinselkörper, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich nenne es jetzt einfach mal Pinselkörper, der natürlich auch die Farbe und das Wasser hält. Und somit ist man, finde ich, sehr flexibel. Man kann die Spitze benutzen, als auch ja, den Pinselkörper für größere Bereiche. Hier habe ich mit der Nass-auf-Trocken-Technik erstmal das Auge umrandet und als das trocken war, habe ich mit der Nass-in-Nass-Technik im Auge dann die Iris ausgearbeitet, damit man so einen schönen weichen Übergang hat. Ihr seht hier auch schon, dass der dunkle Rand relativ wieder, also hell wieder getrocknet ist. Ja, das hat Aquarell einfach so an sich, dass es ein bisschen heller trocknet, als man die Farbe aufträgt. Da gewöhnt man sich aber irgendwann dran. Anfangs dachte ich auch teilweise so, oh, das ist ein bisschen dunkel, aber als es dann getrocknet war, war es dann doch gut oder ich musste ta tatsächlich nochmal darüber gehen. Aber das hat man mit ein bisschen Übung halt schnell raus. Und diese Nass-auf-Trocken-Technik wiederhole ich übrigens einfach so lange, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Und ich werde halt mit ja, Schicht für Schicht immer dunkler und detaillierter. Und wenn euch übrigens die Aquarellmalerei im Allgemeinen halt interessiert, ich habe auch dafür ein kleines Grundlagenvideo mal gemacht. Das lasse ich oben mal einblenden. Da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr wollt. Und da erzähle ich halt echt wirklich die Basics dazu. Aber vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen interessant, das nochmal anzuschauen. Achtet auch gerade bei der Farbauswahl immer darauf, oder auch wenn ihr die auftragt, die Farben, dass nicht zwei Farben ineinander richtig verlaufen, die zum Beispiel Komplementärkontraste sind, weil dann erhaltet ihr ja einen grau-bräunlichen Ton. Wenn das so gewollt ist, ist natürlich total in Ordnung, wenn ihr so mit einem Grau so arbeiten wollt. Aber wenn ihr das nicht wollt und wirklich bunt arbeiten wollt, achtet halt darauf, dass diese Farben nicht ineinander verlaufen oder nicht so ineinander verlaufen, dass es nachher. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel kein Grün haben wollt, aber ihr wollt trotzdem Gelb und Blau einarbeiten, dann achtet darauf, dass die eine Farbe vielleicht vorher getrocknet ist oder zieht zum Beispiel das Blau nicht so stark in das Gelb rein. Dann geht das meistens auch ganz gut noch. Ich habe hier übrigens Farben direkt aus der Tube verwendet. Das mache ich normalerweise nicht so gerne, weil ich finde auch irgendwie verbraucht man dann mehr Farbe, als wenn man ja, die angetrocknete Farbe benutzt. Aber ja, das war halt zu dem Zeitpunkt gerade nicht so möglich. Deswegen habe ich die einfach in meine Palette reingemacht, die Tubenfarbe. Und habe sie dann so benutzt.
Aber wie gesagt, mir ist halt aufgefallen, dass ich dann doch recht viel Farbe verwendet habe. Und bei den bunten Aquarellen, also kann ich ja nur für mich sprechen, ist es mir besonders wichtig, dass sie nicht zu detailliert wirken. Da muss ich mich halt auch teilweise noch so ein bisschen bremsen. Also es soll realistisch aussehen, aber trotzdem noch diesen künstlerischen Touch haben. Und das erreiche ich halt auch, dass ich ein bisschen unnatürlichere Farben benutze als halt die standard natürlichen Farben, die man für einen Tiger verwenden würde. Aber ich möchte halt auch, dass nicht zu viele Details eingearbeitet sind. Also wie bei der Eule schon erwähnt, ich habe es auch gemacht. Ich finde das jetzt auch nicht mega dramatisch oder schlimm, aber ich finde das so das Arbeiten mit Aquarell einmal viel angenehmer für mich und ich finde, es wirkt halt auch ansprechender, weil man halt auch sieht, dass es ein gemaltes Bild ist und auch, dass es mit Aquarell gearbeitet ist und nicht mit Buntstiften oder so. Und wenn nicht das Trocknen von einigen Bereichen halt zu lange dauert und ihr da eigentlich drin weiterarbeiten wollt, könnt ihr auch zum Beispiel einen Föhn verwenden. Damit lässt, also auf niedrigster Stufe bitte. Und dann einfach leicht anföhnen. Dann trocknen die natürlich schneller. Aber ich mache das einfach so, ich arbeite in einem Bereich und während das trocknet, dann arbeite ich einfach in einen anderen Bereich weiter. Und so kann ich die ganze Zeit eigentlich ja, malen bis der andere Bereich wieder trocken ist und dann gehe ich wieder in den Bereich über. Ich habe dann halt auch keine Wartezeit und ich muss auch nicht föhnen. Wo ich mir allerdings echt Trockenzeit lasse, ist, wenn ich nass in nass gearbeitet habe. Da lasse ich das wirklich 24 Stunden ungefähr trocknen, damit das wirklich einmal durchgetrocknet ist und dann arbeite ich weiter. Nun arbeite ich auch mit der Nass-auf-Trocken-Technik die Nase aus. Und auch mache hier auch erst wieder die Umrisse und danach ja, das Innenleben. Und weil ich das auch schon gefragt wurde, diese bunten Aquarelle dauern bei mir natürlich nicht so lange wie meine realistischen Bilder. Also die gehen bei mir deutlich schneller, ja, als zum Beispiel eine Buntstiftzeichnung. Wenn man jetzt rechnen würde, eine Buntstiftzeichnung in der Größe, da bin ich so roundabout 40 Stunden dabei. Und bei so einem Aquarellbild, wie ich jetzt, das jetzt gerade mache, das ist ja auch auf ungefähr A3. Ja, da brauche ich sag jetzt mal, nicht mal die Hälfte der Zeit. Von daher ist das auch einfach mal für so zwischendurch auch ganz schön. Vor allen Dingen, weil man dann natürlich auch andere Farben verwenden kann als nur Brauntöne und also die normalen Farben. Da kann man auch mal wirklich mit bunten Farben dabei gehen. Nur wie gesagt, wichtig, finde ich, plant die Farben, die ihr nutzt. Klar, also könnt ihr auch mal oder Experimente machen, welche Farben zum Beispiel gut zueinander passen. Deswegen mache ich vorher immer in meinen Skizzenblock halt mit meinen Farben, die ich verwenden will. So ein bisschen probiere ich da aus, welche Farben, wenn die wie ineinander verlaufen, wie sehen die aus? Sieht das gut aus? Und so bereite ich mich halt darauf vor.
Und übrigens, falls ihr Interesse habt an diesem Tigerbild, beziehungsweise an Prints davon, es gibt noch Prints zu diesem Tigerbild zu kaufen. Schaut dafür einfach auf meiner Homepage vorbei, die findet ihr in der Videobeschreibung wieder. Übrigens, dort findet ihr auch mein ganzes Material nochmal, welches ich verwendet habe. Das schreibe ich dann nochmal rein. Und dann könnt ihr da auch nochmal schauen. Nun habe ich das tatsächlich auch gleich schon geschafft, das Bild, beziehungsweise gleich kommen nur noch die Details. Die male ich mit weißer Gouache. Und manchmal benutze ich auch einen schwarzen Fineliner, aber den habe ich jetzt hier bei diesem Bild nicht verwendet. So, die weiße Gouache, die tue ich mir auch aus der Tube einfach in meine Metallpalette, Keramikpalette rein und trage die einfach mit dem Pinsel auf. Wichtig hierbei auch, sie trocknet halt dunkler, als sie eigentlich aufgetragen ist. Also erst wirkt sie recht weiß und dann trocknet sie halt und wirkt dunkler. Wenn ihr ganz weiße Striche haben wollt, müsst ihr einfach nochmal darüber gehen. So, und hier seht ihr nochmal das fertige Bild. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt natürlich gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und hier lasse ich jetzt nochmal ein Video von einem anderen bunten Aquarell anzeigen. Schaut da gerne vorbei, wenn euch das allgemein interessiert. Und nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!